Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Minecraft Plugins Programmierung. Und wie ihr schon seht, habe ich mir heute hier mal eine Lobby geholt, denn heute machen wir unseren Spawn Command. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So, wir sind hier in unserem IntelliJ Projekt. Wir haben letztes Mal unseren Server hinzugefügt und jetzt können wir anfangen mit dem Lobby-System, was wir programmieren wollen. Und wir fangen an mit dem Spawn Command. Und dazu müssen wir erstmal ein paar kleine Extras schreiben, die wir für später benötigen. Und dafür machen wir uns hier auf de.coaster.tutorial oder wie auch immer ihr euer Package genannt habt, einen Rechtsklick drauf, New Package. Und das nennen wir jetzt Utils. Und da drin machen wir eine neue Java-Class, FileConfig. Diese FileConfig wird unsere Config sein, mit der wir zum Beispiel die Spawn-Location speichern. Und dafür hat Bucket schon was Eigenes eingebaut, was wir jetzt ein bisschen erweitern werden. Und erweitern ist in Java Extends. Das heißt, wir machen hier Extends und jetzt YAML Configuration und zwar das obere hier. Genau, da machen wir mal ein bisschen Platz. So, jetzt brauchen wir eine kleine Variable, nämlich den Pfad. Machen wir mal private string path, damit wir den Pfad abgespeichert haben. Und jetzt brauchen wir nur zwei Methoden, die wir noch ein bisschen erweitern, und zwar den Konstruktor dazu, also public file config. Und da wollen wir jetzt den Ordner übergeben, in den wir es reinschreiben, und den Dateinamen. Das heißt, wir machen hier String Folder, String FileName. Und da machen wir jetzt Path, beziehungsweise this.path ist gleich Plugins. Slash plus Folder. Also der Ordner quasi in dem Plugins-Ordner. Und wieder ein Slash. Und hier jetzt unser Filename. Und ja, das ist so ganz easy. Jetzt machen wir noch eine Methode, um dann auch diese Datei zu laden. Und das machen wir jetzt mit try. Load. Und dann einfach this.path. Müssen wir natürlich jetzt noch eine Catch machen. Und zwar könnte das eine Invalid Configuration Exception sein. Oder auch eine IO Exception, wenn er den File nicht findet. Und da machen wir einfach mal eine x.printStackTrace. Das wird uns quasi den Fehler komplett ausgeben als StackTrace, also quasi die einzelnen Schichten, wann das genau passiert ist, dieser Fehler. Und jetzt brauchen wir noch eine Methode, um das Ganze zu speichern. Das machen wir mit public void save config. Und da ist es ein sehr ähnliches Spiel. Wir machen wieder eine try und einfach nur jetzt save this.path. Und hier können wir eine IO-Exception werfen, wenn sie auftritt, was hoffentlich nicht der Fall ist. Was wir jetzt noch machen können, ist einen Standard-Konstruktor machen für den Folder, da wir jetzt zum Beispiel immer bei uns in diesem Projekt in dem Ordner Lobby-System arbeiten werden, machen wir jetzt einfach mal hier eine public file-config string file-name, wo dann nur der Name übergeben wird. Und da rufen wir einfach this auf, und zwar mit den Werten Lobby-System, wie unser Ordner heißen soll, Komma und jetzt File-Name. Das ist ein Konstruktor, genauso wie der hier. Allerdings sind hier die Argumente anders. Und das kann er erkennen, je nachdem, wie viele Argumente wir angegeben haben. Und wenn wir jetzt hier nur ein Argument angeben, dann macht er this und mit Klammer auf. Das heißt, er führt den Konstruktor dieser Klasse auf mit zwei Variablen, also den hier oben, und fügt da eben ein als Folder, als das erste hier, Lobby-System, und als zweites das File-Name, einfach den File-Name, den wir eingegeben haben. Und damit haben wir dann immer automatisch
einfach nur unseren File in dem Lobby-System drin. So, das war schon die erste Utils. Jetzt brauchen wir noch eine zweite, um die Location zu speichern. Und zwar einfacher halber als String oder als Text. Ganz einfach. Das heißt, wir machen eine neue Klasse LocationUtils. Und da machen wir jetzt zwei Static-Methoden rein, nämlich die public static string lockToString, lockToStr. Und da übergeben wir eine Location von org.bucket. Ganz wichtig, dass ihr da das Richtige importiert und nicht irgendwas von Stream irgendwas. Sonst wird das später sehr, sehr schwer. So, und die Location müssen wir jetzt in einen String umwandeln. Das machen wir mit String. Log ist gleich erstmal Anführungszeichen. Machen wir das ein bisschen aufgeteilt, damit man es besser sehen kann. Return hier unten die Log, damit wir den String wieder haben. Und jetzt machen wir Log plus gleich location.getWorld.getName, damit wir erstmal den Namen gespeichert haben. Und da tun wir als Trennzeichen ein Semikolon nehmen. An sich ist egal, was für ein Trennzeichen wir nehmen. Es darf nur auf jeden Fall kein Punkt sein, weil das wäre quasi Punktschreibweise. Also wenn man Doubles hat zum Beispiel, haben wir ja letzte Folge oder vorletzte Folge schon gelernt, dann wäre das quasi eben plötzlich hier zwei verschiedene Werte, obwohl es ja eine Zahl ist. Deswegen nehmen wir einfach ein Semikolon, das wird sonst nirgends benutzt. Machen jetzt hier weiter mit der X-Koordinate. Location.getX. Auch wieder plus unser Trennzeichen. Das kopiere ich mir hier mal. Das Ganze brauchen wir fünfmal. Denn es wird noch den Y. Dann gibt es hier Z. Dann gibt es hier den Jaw. Und den Pitch. Das ist eben wie der Kopf ist. Und hier hinten brauchen wir kein Trennzeichen mehr. So, das ist unsere Methode zum Umwandeln einer Location in einen String. Jetzt müssen wir das Ganze noch andersrum machen. Das heißt, wir machen eine public static location string to lock. Und hier übergeben wir jetzt einen String. Und den splitten wir erstmal. Args ist gleich string.split. Und zwar bei einem Semikolon. Ja, und jetzt machen wir nur ganz easy. Return new location. Bucket.getWorld. args 0. Dann double.parseDouble. Also erstmal hier das Bucket.getWorld und dann der args 0. Holt uns quasi die Welt mit dem Namen im Argument 0. Argument 0 ist quasi hier oben das erste vor dem ersten Trennzeichen. Und dann geht es weiter mit Argument 1, Argument 2, Argument 3, Argument 4, Argument 5. Genau, und das tut er eben immer über dieses Trennzeichen, was wir hier angegeben haben, trennen. Und ja, dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Double tut quasi das in einen Double, also in eine Gleitkommazahl umwandeln, da in Minecraft das ja mit Kommazahlen gespeichert ist. Machen wir jetzt einfach args 1. Das hier kopiere ich mir jetzt mal wieder. Hoch. Das die 2, das die 3. So, und jetzt der hintere Teil, also der Jaw und der Pitch, die sind als die sind keine Doubles, sondern das sind Floats. Das heißt, wir machen hier float.parseFloat. Args 4, float.parseFloat. Args 5. Jo, das war auch eigentlich schon unsere Utils hier. Was wir jetzt noch machen könnten, wäre eine Teleport-Funktion, damit wir da irgendwie noch einen Sound hinzufügen können und das standardisieren. Das heißt, wir machen jetzt einfach eine public static void Teleport Player P Locate. Ups, Player müssen wir importieren. Von Org Bucket Entity Player. Player und Location.
Und dann machen wir jetzt einfach player.teleportLocation und player.placeSound Location, Sound.EndermanTeleport hier. Und das Ganze bei 0,2f und 1,2f. So, dann haben wir das auch fertig. Dann kommen wir jetzt zu dem spannenden Teil, nämlich dem eigentlichen Spawn-Command. Und da machen wir jetzt den Spawn-Command und den Set-Spawn-Command in ein Command rein per Alias. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Wir machen erstmal auf dem Commands-Package hier neu Java-Class Spawn-Command. Nennen wir den jetzt. Der tut natürlich wieder Implements Command Executor. Dazu müssen wir dann wieder ein paar Methoden hier implementieren. Haben wir alles in der zweiten Folge schon gemacht. Wenn ihr da wieder eine Auffrischung braucht, schaut gerne in der zweiten Folge vorbei, wo wir den Heal Command gemacht haben. Und dann würde ich sagen, fangen wir hier direkt an. Wir machen eine Abfrage, ob das ein Spieler ist. If not sInstance of player, nein, nicht Plugin Command, player return. Und das ist kein S, sondern ein Sender. Und da soll er true return. So, machen wir weiter. Player ist Player Sender. Jetzt haben wir unseren Player. So, und jetzt müssen wir uns die File-Config rausladen. Und das machen wir ganz easy mit File-Config. Spawns ist gleich New File-Config. Und jetzt können wir hier einfach unseren File-Name direkt angeben. Und es wird dann direkt im Ordner Lobby-System abgelegt. Dann machen wir jetzt auch mal locations.yml. Da können wir dann alle Locations reinspeichern später. Genau, jetzt prüfen wir, ob unser Label hier hinten, das ist ja quasi das, was wirklich eingegeben wurde, ob das Spawn oder Set-Spawn ist. Und ich würde sagen, da es mehr Sinn macht, da wir jetzt noch keinen Spawn haben, machen wir erstmal den Set-Spawn-Command. Das heißt, wir machen if label.equalsIgnoreCaseSetSpawn. Dann wollen wir wissen, hat derjenige wieder die Permissions zum Spawn setzen. Dafür machen wir if player.hasPermission. Und jetzt muss ich kurz gucken, wie wir letztes Mal die Permission genannt haben. Die E-Coaster-Tutorial machen wir hier. .setSpawn. Die müssen wir natürlich dann später wieder uns holen, beziehungsweise kreieren in der Plugin-YML. Und ja, da machen wir jetzt einfach nur ein spawns.set. Jetzt unseren Pfad. Nennen wir einfach jetzt mal Spawn. Also in der, das müsst ihr euch vorstellen, wie Variablen, die da drin stehen. Oder halt gespeicherte Objekte. Und da haben wir jetzt das Objekt Spawn. Und dahinter als Wert davon schreiben wir jetzt unsere Location, aber eben als String. Und dafür haben wir jetzt gerade eben in unseren Location Utils hier die LockToString-Methode gemacht. Und da übergeben wir jetzt einfach nur die Location vom Spieler mit player.getLocation. Das Ganze müssen wir jetzt noch speichern mit spawns.saveConfig. Dann wird das Ganze auch gespeichert. Und jetzt geben wir noch eine coole Message aus. player.sendMessage tutorial.prefix spawn gesetzt. Das Ganze machen wir vielleicht noch in grün. Hier mit Paragraph A. Für hellgrün. Und dann machen wir hier noch ein schönes Return True. Damit wir wissen, dass alles gut abgeschlossen ist. Können wir noch ein else machen, wo wir dann einfach nur ausgeben. player.sendMessage tutorial.prefix dir fehlen die Berechtigungen dazu. Wenn wir das jetzt häufiger machen, sollten wir hierzu uns dann bald auch eine eigene abgelegene Klasse schreiben, wo wir dann alle
so sehr häufig verwendeten Strings reinschreiben und die wir dann eventuell auch aus der Config laden können, um das Ganze anzupassen und konfigurierbar zu machen, zum Beispiel für andere Sprachen. Genau, jetzt machen wir hier noch ein else rein, da wir nur zwei Aliases haben, beziehungsweise wir können ja eigentlich unendlich viele setzen, aber es gibt nur einmal was mit setSpawn, können wir hinten dran alles machen, was else ist. Das rein theoretisch können wir sogar das else dann weglassen, weil wir hier return true machen, das tun wir mal hier reinschreiben. Das heißt, wenn jemand setSpawn eingegeben hat, dann wird sie auf jeden Fall abgebrochen, das heißt, er kommt hier nicht hinten dran. Und hier machen wir jetzt unser Spawn-Command und da machen wir jetzt if spawns.contains spawn. Also wenn in dieser Datei das Objekt spawn gesetzt ist, dann wollen wir jemanden hintippen. Dann machen wir dann die location utils.teleport player, location utils. String to lock spawns.get string und spawn. Jetzt machen wir hier noch ein else. Wenn der spawn nicht gesetzt ist, dann geben wir ihm einfach eine coole Nachricht aus. Tutorial.prefix. Es wurde noch kein spawn.get gesetzt. So, und das war's auch eigentlich schon. Jetzt müssen wir das Command noch registrieren. Das machen wir hier wieder in unserer Register. Lass mal aufteilen. Machen hier bucket.get plugin command spawn.set executor new spawn command. Gehen in unsere Plugin YML, fügen hier ein neues Command hinzu namens spawn als Alias setSpawn. Dieser Befehl teleportiert dich zum Spawn. Und jetzt haben wir hier noch eine neue Permission, die wir darunter einfügen, und zwar die setSpawn. Damit kannst du den Spawn setzen. So, und das war's eigentlich schon. Jetzt starten wir hier einfach nur den Server. Warten kurz. Und nachdem der Server gestartet ist, connecten wir einmal drauf. Sehen, okay, wir sind jetzt hier, wenn wir jetzt Spawn machen, dann kommt da, es wurde noch kein Spawnpunkt gesetzt. Jetzt gehen wir mal hier auf den Spawnpunkt. Machen slash set spawn, spawn gesetzt. Und jetzt slash spawn machen. Bam, sind wir wieder am Spawn. Jo, in der nächsten Folge würde ich sagen, machen wir dann, dass das Ganze auch automatisch uns, wenn wir joinen, an den Spawn teleportiert, weil jetzt gerade würden wir nirgends hin teleportiert werden, sondern einfach da, wo wir gerade als letztes waren. Und an sich fangen wir dann ein bisschen mit Listenern an und wie man damit umgehen kann, wie wir uns zum Beispiel Spawn-Items geben können und so weiter. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge und tschüss.